Hallihallo, Lüle, da bin ich wieder in Assassin's Creed Origin. So, ich habe ja gegen die Schlange gekämpft. Ja, kann man so sagen. Also, ich habe gegen die Schlange gekämpft und habe mich dann mit Aya wieder getroffen, die auf einmal vor Bayek stand. Und jetzt machen wir uns wieder zum Tempel des Pa. Weil Aya und ich uns dort, wo glaube ich, mit dem Hohepriester wieder treffen dürfen. Und die Vermutung liegt jetzt wohl nahe, dass der Giftmischer der Feind ist. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Ich soll sie... Achso, ich soll ihr folgen. Ich wollte gerade sagen. Sie ist ja schneller als ich. Mal schön folgen. Wo sollen wir anfangen? Geh du zum göttlichen Stier. Ich spreche mit den Priesterinnen. Ach, natürlich. Lass mich nur den Stall ausmisten. So. Pasche Remta hat einen Vorkoster für das Wasser des Gottes. Das sind Opfergaben für den Stier. Nichts Verdächtiges. Dein Fell hat seinen Glanz verloren, Herrlicher. Deine Flanken sind eingefallen. Möge Hathor dich stärken. Was reingeht, muss auch wieder raus. Pfirsichkerne. Daran ist die halbe Herde meines Vaters gestorben. Ich sollte das Futterlager des Gottes durchsuchen. Bald habe ich dich, Giftmischer. So. Futter für den Stier. Der Rest wird vermutlich in diesem Schuppen gelagert. Hey! Fütterst du den Apis-Stier? Nein. Um sowas kümmern sich für gewöhnlich die Priesterinnen. Weißt du, wo sein Futter gelagert wird? In dem Gebäude, dort drüben bei der Treppe. Aber es wurde abgeschlossen, als der Stier krank wurde. Hab Dank. Das Futter könnte Schuld an der Krankheit sein. Aber ich muss ganz sicher gehen. Ich brauche mehr Beweise. Pfirsichkerne. Wenn der Apis-Stier damit gefüttert wurde, erklärt das seinen Zustand. Und diese Kette hier. Eine der Zwillingspriesterinnen hat so etwas getragen. Mal sehen, ob eine von ihnen weniger um den Hals trägt. Was ist denn hier? Ich sehe gar nichts. Ich
Keine Funzel. Nehmen wir einfach mal die, ne? So, das können wir auch noch nehmen. Und da oben war auch noch was, ne? Das Glück hat uns verlassen. Wir müssen einen anderen Weg finden, um die Grabkammer zu leeren. Wir konnten einige Gegenstände entfernen, doch Paar persönlich wurde durch unseren Frevel erzürnt. Kobos haben das Grab in Beschlag genommen und bewachen die Schätze. Sie passen auf, dass keine Eindringlinge eintreten. Es ist, als wäre die alten Pharaonen persönlich zurückgekehrt. Okay. Ich muss jetzt gerade mal hier gucken. Wo ich jetzt mich hier eigentlich befinde. Das würde ja irgendwie bedeuten, dass das hier um die Villa geht, ne? Aber dazu bin ich ehrlich genug, dann will ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Hier ist nichts weiter. Ich fand immer, dass der Bauer, der sein... Wie ich dachte. Eine der Priesterinnen trägt ihre Kette nicht. Du solltest ihn befragen. Ihn befragen? Nein. Ich finde diesen Bauern und dann sorge ich mit meiner Klinge für Gerechtigkeit. Warte, willst du nicht erst mit ihm reden? Nicht nötig. Der Verdacht jener, die den Zwillingsgöttinnen geweiht sind, ist genug. Er hat sich gegen den Gott versündigt. Er muss sterben. Meine Schwester war etwas vorschnell. Der Mann könnte unschuldig sein. Das ist eine heimtückische Art, ein Tier zu vergiften. Meine Schwestern, das war sicher ein Versehen. Einer, vielleicht. Aber kein Scheffel. Wir mussten Pankratus essen. Hä? Wen? Unseren Bruder. Banditen haben ihn verschleppt, als wir über den Markt gingen. Sie zwangen uns, den Gott zu vergiften. Sie wollten unserem Bruder den Krokodilen vorwerfen, wenn wir... Wir haben seitdem keine Nacht geschlafen. Es tut mir so leid. Wir hatten keine Wahl. Wir wollten nicht... Hier ist etwas faul. Das hier ist kein Fluch. Der Orden wird dahinter stecken. Geh ohne mich zum Tempel der Hathor. Ich lasse die Zwillinge nicht allein. Gut. Mach ich. So. Es wird wieder Tag. Dann will ich mal hier lang. Und irgendwo hier muss das dann sein, ne? Mir fällt gerade was ein, Leute. Ich hätte mich mal auch noch um den Außenposten kümmern sollen, bevor ich hier nach Memphis reise. Hey, was? Stirb endlich! Das ist ja einfach nur blinde Klopperei. Stirb, du Sau!
Hey, ich benötige den Beistand eines Heilers! Meine Bist du Pankratis? Das bin ich. Preist die Götter, dass sie einen starken Krieger zu meiner Rettung schicken. Du bist verwundet. Ich trage dich nach Hause. Immer feste drauf hier. So. Ahut! Minet Bum Jessen! Mahanahet! Ja, noch die. Hirabui! Neset! Der vergessene Tempel unter den Hathor-Tempel ist hervorragend geeignet, im Geheimen zu beten. Seit dem Einsturz der Decke stehen uns mehrere Räume offen, wo wir Sobek anbeten können, ohne dass Paars Augen uns erblicken. Doch wir müssen die Dunkelheit weiter erkunden. Einige unserer Priester sind in geraumer Zeit verschwunden. Vielleicht sind sie auf die Stadtwache gestoßen. Okay. Hey, was? Ich töte dich! Glaube nicht. Also ist hier unter jetzt irgendwie auch noch so ein Tempel, um dem ich mich kümmern kann. Das wird ja noch lustig hier in Memphis. Ich mal überhaupt hin. So, einfach straight dahin. Friss das, du Ratte! Kommst du näher? Thema erledigt hier. So. Erzähl mir von deiner Entführung. Ich spreche lieber nicht im Freien darüber. Und außerdem machen mich meine Wunden wirklich sehr müde. Freundchen, ich habe so das Gefühl, dass du schmuggeln tust. In einer gewissen Art und Weise. Irgendwie habe ich das innere Gefühl. Bevor wir hineingehen, lass uns reden. Ich erspare meinen Schwestern lieber die hässlichen Details meiner Geschichte. Natürlich. Der Mann, der meine Entführung befahl, ist ein Priester des Anubis im großen Tempel. Ein Priester aus Pascherentas Zirkel. Wie kann ich ihn finden? Er trägt einen blauen Schal und hat schrecklichen Husten. Die Echse. Sie ist gezeichnet. Pankratis! Bist du verletzt? Wurdest du misshandelt? Sie haben mich gefesselt und gaben mir nichts zu essen, außer trockenen Brotresten. Und? Das ist das Werk der Echse. Also werde ich meine Hände mit dem Blut eines weiteren Priesters beflecken. Der Orden ist überall. Zum Schutze Ägyptens wäre ich bereit, auch 1000 Priester zu töten. Wir sind der Gewalt verpflichtet. Jetzt und für immer. Pascherenta muss davon erfahren. Er wartet am Palast. Ich habe Pferde für uns bereit. Worauf wartest du noch, mein Liebster? So. Reiten wir um die Wette, wie damals in Siva? Ah, nur wenn du bereit bist zu verlieren. Gewagte Worte. Mal sehen, ob du auch lieferst. Friss mein Staub! Und was bekommt der Gewinner? Das erfährst du nie. Mhm.
als Ramses und der ist schon ein paar Jährchen tot. Das hältst du nicht lange durch. Wollen wir wetten? Bewegung! Elende los! Missgeburt, was soll das werden? Schneller, mein Pferd, schneller! Ich habe etwas zu beweisen. Mhm. Anscheinend bin ich schneller gewesen. Tja, anscheinend. Ah, wir haben alle unsere Schwächen. Ja, und deine ist mit Anstand zu gewinnen. Was hat das zu bedeuten? Die Königin wird reden. Hören wir ihr zu. Ah ja, mag wohl nicht verlieren, wa? Solange sie herrschen, liegt ein Fluch über dem Land, der die Nilflut versiegen lässt. Aber wenn die lebende Göttin erst wieder den Thron besteigt, wird das Wasser aufs Neue fließen. Durch uns strahlt Memphis wie in Gold gefasste Rubine. Durch uns wird Ägypten triumphieren. Wir dürfen sie nicht verlieren. Sie müssen unsere Stimme als göttlich erkennen. Meine Königin. Ist der Apisstier immer noch krank? Wir kennen jetzt den Grund seiner Krankheit. Er wurde vergiftet. Wer war es? Die Zwillingspriesterinnen. Koche sie zu Tode in einem Bronzebullen. Göttin, nein. Sie wurden erpresst. Ihr Bruder ist von einem Priester mit blauem Schal und starkem Husten entführt worden. Hetepi. Aber er gehört zu meinen engsten Beratern. Die in unserem Schatten leben, sind am wenigsten vertrauenswürdig. Wenn sogar Hetepi gegen mich arbeitet. Deine Familie wurde bedroht von ihm. Doch jetzt ist sie sicher. Wir überstehen das. Die Priester des Anubis feiern ihre Riten im großen Tempel. Such nach ihren Masken. Meine Klinge ist genauso gut wie seine. Nein, Aya. Lass mich. Völlig egal, wer den Priester tötet. Bringt es zu Ende, bevor wir nach Herakleion aufbrechen. Warte. Tanun, der Vater, sende Kraft in deinen Arm. So. Finde und eliminiere Hetepi mit den bei den Anubis-Priestern. Blauen Schal, schuhständig, im großen Tempel des Paar. Ist einer der fünf Priester mit der Anubis-Maske. Wie machen wir das jetzt am besten? Schnellreise? Schnellreise, wa? Komm, wir machen Schnellreise von oben. Wir brauchen einen mit blauen Schal und der stark hustet. Nur einer dieser Priester muss sterben. Ich muss mit Bedacht zuschlagen. Steckt sich unter seinen Brüdern.
Hüter des Anubis. Aber ist es Hintepi? Wie viele Priester braucht eine Stadt? So viele. Dann bin ich ja mal gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Das sieht aber irgendwie nicht nach blauem Schal aus. Was stimmt nicht mit dir? Der Dings, oder ist das der? Ich gehe jetzt natürlich nach dem Schal, ne, meine Damen und Herren. Ich mir den noch an, aber den, ich glaube, dass ich habe den schon gleich gefunden, den Husten da. Und hier zu dem da. Oh, willst du mir jetzt erzählen, ich komme nicht zwischen der Vase und der Wand da lang? Nee, da komme ich auch nicht lang. Das ist der. Die Echse, der Priester, der Memphis verflucht hat. Ich diene nur dem alten Ägypten. Es fordert einen hohen Preis. Unschuldige werden verstümmelt. Kinder aus dem Leib gerissen. Der Name des Hohepriesters missbraucht. Sein Name war schon beschmutzt, bevor du kamst. Die Massen sind die Herden der Götter. Getrieben von der Peitsche des Hirten. Du bist einer von ihnen, Bayek. Du bist ein Rind! Mich treibt nur der Wille an. Nicht Furcht. Oh ja. Und wer schwingt die Peitsche hinter deinem Rücken? Wer verlangt, dass du deinen Ka mit meinem Tod befleckst? Ich habe meine Götter. Triff du die deinen. Durch deinen Tod wird der Fluch über Memphis gebrochen. Hm. Ich informiere die anderen. Und vor allen Dingen, es hat keiner mitgekriegt. Das war gerade das Wichtigste für mich. Also, was heißt das Wichtigste? Doch, das war das Wichtigste, weil ich wollte jetzt hier nicht Massenkampf im großen Tempel ja anfangen. So, schnell darüber. Wird schon wieder Abend. Unglaublich. Dass ich diesen Außenposten nicht gemacht habe. Ich habe gedacht, da gibt es noch eine Story dazu, aber doch nicht. Dann werde ich demnächst mal, wenn ich Memphis fertig habe, dahin reisen. Und dann dort ihn erkunden bzw. erledigen.
Sprich, die Aufgaben, die ich dort machen kann. Gott, sind hier viele Wachen, Alter. Aber sie taten es nur, weil sich ihr Bruder in Lebensgefahr befand. Der Fluch ist keine Bedrohung mehr. Herr Tepi. Was hat ihn zu einem solchen Wahnsinn getrieben? Memphis gehört wieder euch. Uns. Da dies nun geklärt ist, können wir endlich das Fest zu Ehren von Apis vorbereiten. Mögen Dämonen Hetepis Ka verschlingen. Und mögen die Schuldigen für Chemos Tod ihm bald folgen. Es schmerzt dich zu verlassen, aber ich muss alleine gehen. Ah ja. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Wo führt dich deine Pflicht hin? Nach Norden, um das Meer zu entzünden. Ich trinke dein Wasser. Ich hoffe, wir jagen bald wieder gemeinsam. Bis dahin machen wir die Nacht zu der unseren. So, das Gesicht der Echse. Haben wir jetzt auch abgeschlossen. So, Ziele. Die Echse. Ne, den haben wir. Oh, da kann ich nicht großartig weiter was lesen hier. So, dann haben wir hier irgendwo noch. Noch ein paar Sachen gefunden. Beziehungsweise bekommen. Nachdem wir ein paar. Mal gezeigt haben, wo der Hammer hängt. So, und dann haben wir natürlich Fähigkeiten, haben wir leider erst einen Point wieder. Aber wie ihr seht, ne, was ich bisher alles genommen habe. Na komm, wir nehmen die Höchstleistungs-EP, damit wir ein bisschen was machen. Eigentlich wollte ich jetzt, hätte ich gesagt, sparen, aber nee, wir nehmen das. Achso, jetzt habe ich natürlich gerade den falschen Button gedrückt, denn das ist jetzt hier unser Ziel, ne? Außer eine Sache, das da, der Kakasaurus Außenposten, den habe ich nicht eingenommen, weil ich gedacht habe, dass es da vielleicht irgendwie noch eine Storyline zu gibt, aber scheinbar gibt es da keine, also aufgrund dessen muss ich mich mit dem jetzt auseinandersetzen, sprich... Ich werde mich jetzt aber erstmal in Memphis austoben, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir machen Blut im Wasser, wa?
als nächstes. So, aber das zeige ich euch beim nächsten Mal. Ich hoffe mal, euch hat das soweit gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht. Mit Kommentare, Like und Abo. In diesem Sinne sage ich mal Dankeschön dafür. Vergesst natürlich auch nicht, die Glocke anzumachen. Schaut auch gerne bei einem meiner Livestreams rein, wenn ihr mögt. Und in diesem Sinne, adios und bis denne.